I am the Jochen and this is the Frühsport für Donnerstag, den 5. August 2021. Schönen guten Morgen. Wir fangen wie immer an mit dem nicht-olympischen Sport und da gibt es eine Meldung vom Tennis, denn Rafael Nadal ist wieder da. Er hat sich 2 Monate nach seinem French Open Halbfinal aus gegen Djokovic zurückgemeldet und tritt wieder an beim Turnier in Washington, ATP 500er. Und da hat er jetzt sein erstes Match gegen Jack Sock in 3 Sätzen gewonnen und ist in die nächste Runde eingezogen. Wir behalten das mal im Auge, die Rückkehr des Rafael Nadal rechtzeitig zu den US Open. Hat er sich also hier in der Hartplatzsaison wieder bemerkbar gemacht. Mal gucken, wo sein Weg noch hingeht. Andrea Petkovic ist inzwischen in Cluj ins Viertelfinale eingezogen. Glückwunsch auch dazu, spielt morgen allerdings erst wieder. Wer Tennis gucken möchte, heute ab 20 Uhr ATP Washington auf Sky Sport oder 20 Uhr San Jose auf The Zone oder auch heute ein Tag über schon um 10 das Turnier aus Cluj, allerdings heute ohne Petkovic, ich spiele erst morgen. Das gibt es auch auf The Zone zu sehen. Fußball gab es gestern wieder mit Champions League Qualifikationsspielen. 3 Ergebnisse, die ich noch einzureichen habe aus den Hinspielen. Wir haben Dynamo Zagreb gegen Legia Warschau 1:1. Dann Ferencváros Budapest gewinnt gegen Slavia Prag 2:0. Und Spartak Moskau verliert gegen Benfica Lissabon mit 0:2. Alles Hinspiele, die Rückspiele gibt es dann in der nächsten Woche. Heute gibt es dann einen ganzen Schwung an Spielen aus der Conference League. Vor allem interessant hier natürlich aus deutscher Sicht die Paarung Kuopio gegen Astana, denn da wird ja der Gegner von Union Berlin gesucht in der dann folgenden Playoff-Runde. Wer sich da durchsetzt, mal schauen, wird aber nirgendwo jetzt in den üblichen, auf den üblichen Wegen übertragen. Ich sage euch morgen, wie es ausgegangen ist. Muss ich mal gucken. Ich habe morgen eine kleine Bredouille, was den Frühsport. Ich mal gucken. Also ich werde morgen früh nicht den Frühsport machen können aus zeitlichen Gründen. Vielleicht mache ich es heute Nacht. Dann kenne ich aber das Ergebnis auch schon. Oder ich mache es sogar. Mal gucken. Ich will nicht jetzt euch zu sehr in diese Überlegungen mit reinbeziehen. Irgendwann kommt ein Frühsport wahrscheinlich zur üblichen Zeit, aber ob da schon alles drin ist, das ist die Frage. Ich glaube nicht. Jo, und dann gibt es auch noch Quali-Spiele aus der Europa League-Quali. Auch da wird sich qualifiziert heute. Bis heute noch nicht, aber heute wird sich Hinspiel qualifiziert. Ergebnis auch hier dann, wenn sie vorliegen. Gut, das müsste dann Fußball gewesen sein. Tennis, Fußball, dann kommen wir zur Olympia gehen. Ne? Habe ich das vergessen? Ich glaube nicht. Nee, machen wir Olympia. Wie immer erst mit der Vorschau und dann der Rückblick auf die Nacht. Hier kommt die Vorschau auf den Tag in Tokio. Es läuft. Moderner Fünfkampf. Das Fechten, das Vorabfechten, jeder gegen jeden, jeder auf einen Treffer, sagte ich ja gestern Abend schon. Und das ist wichtig, weil es Punkte gibt für den Fünfkampf. Da also auch die Deutschen schon dabei. Die Damen und die Herren sind da fleißig am Fechten. Und richtig rund geht es dann ab 8 Uhr. Da geht es mit Turmspringen los und Elena Wassen und Christina Wassen standen heute Nacht im Halbfinale. Ob sie ins Finale gekommen sind, erfahrt ihr gleich im spoilerhaltigen Teil. Aber ab 8 Uhr gibt es Medaillen hier vom 10-Meter-Turm. 8.30 Uhr gibt es Bahnradfahren. Unter anderem hier jetzt starten wir ins Omnium. Das ist ja so ein Mehrkampf. Da wird Roger Kluge antreten für Deutschland. Wir haben die Achtelfinals im Sprint mit Maximilian Levy und wir haben im Keirin die Viertelfinals mit Lea-Sophie Friedrich und Emma Hinze. Da wird also in diesen Wettbewerben weitergefahren. Und im Keirin werden dort heute auch ebenso wie im Omnium Medaillen vergeben. Sprint noch nicht. Da wird zwar weitergefahren mit Viertelfinale, aber da gibt es die Medaillenrennen erst morgen. So, Leichtathletik gibt es zu einer ungewohnten Zeit, um 9.30 Uhr deutscher Zeit. Da gibt es nämlich das 20 Kilometer Walking oder Gehen auch genannt mit 3 deutschen Teilnehmern, Nils Brembach, Leo Köpp und Christopher Linke, rund um, ja, durch Tokio. Wenn man ein bisschen Zeit ziehen möchte, kann man da ab 9.30 Uhr beim Walking mal reinschauen. 10 Uhr gibt es Karate mit Entscheidungen um Medaillen. Und ebenfalls um 10 Uhr das Fußballspiel um Platz 3 bei den Frauen. Australien gegen die USA. Ab 10.30 Uhr wird geklettert. Ohne Alex Megos, der wird nicht nachrücken dürfen. Aber wir hatten ja schon mal drüber gesprochen am Rande. Es haben sich 8 qualifiziert fürs Finale. Jetzt ist doof, weil einer, der Franzose Wasser,
wird nicht antreten können, weil ihm der Bizeps gerissen ist. Das heißt, die machen das Finale zu siebt und das Dumme ist, dass das ein K.O.-System ist. Jetzt ist natürlich dann einer schon ohne Gegner und damit automatisch im Halbfinale beim Speedklettern. Das kann man doof finden. Ich habe gestern lange überlegt, ob ich das mag oder ob ich es nicht mag. Dass man nicht sagt, da rutscht jetzt der Neunte einfach nach, damit man wieder zu acht ist und dann kann man ein schönes K.O.-System machen. Ist schwierig. Also, wenn im Laufe eines Wettkampfs sich jemand verletzt, scheidet er verletzt aus. Beispiel Tennis. Im Laufe des Tennismatches verletze ich mich, dann bin ich draußen, mein Gegner ist automatisch eine Runde weiter. Und wenn es nach 2 Minuten passiert, ist so. Wenn ich mich vor Beginn des Turniers im Tennis verletze und nicht antreten kann, gibt es den Lucky Loser, der nachrutscht, der dann statt mir ins Turnier einsteigt. Jetzt ist es hier so, das Turnier hat ja schon begonnen mit der Qualifikation. Und da war Megos halt nur Neunter, damit insgesamt nicht qualifiziert. Finde ich eine schwierige Geschichte. Sollte man nachrücken lassen. Und für den Wettkampf wäre es sicherlich besser, dass man ein schönes K.O.-System hätte. Gibt ja auch die Überlegung, ob man sagt, komm, dann lassen wir das K.O.-System weg. Ist ja bei Speedklettern relativ simpel. Es wird eh nur auf Zeit geklettert. Lass doch alle 7 klettern und wir nehmen das Ranking und das ist dann die Reihenfolge. Brauchen wir kein Halbfinale, Finale, was natürlich eigentlich gewünscht ist wegen des Spektakels. Ja, schreibt mal in die Kommentare rein, wenn ihr Lust habt, wie seht ihr denn das? Sollte jemand nachrutschen dürfen in diesem Fall, auch aus Chancengleichheitsgründen, damit dann das Turnier für alle insgesamt ein bisschen gleiche Herausforderungen bereithält, weil so gibt es ja eben jemanden, der dann schon automatisch im Halbfinale steht, spart sich einmal die Kräfte fürs Klettern, hat dann vielleicht einen kleinen Vorteil dadurch. Oder ist halt qualifiziert, gleich qualifiziert und wer es nicht schafft, schafft es halt nicht und dann ist es halt Glück für jemanden, wenn der Gegner sich verletzt hat. Wenn ihr dazu was loswerden möchtet, freue ich mich über eure Meinung. Aber 10:30 Uhr wird geklettert und es werden Medaillen vergeben, nicht nur im Speed, sondern auch im Boulder und im Lead. Also die Kombination läuft natürlich wie schon in der Quali. 11:15 Uhr gibt es Ringen. Sage ich gleich was dazu. 12 Uhr haben wir Leichtathletik mit der Entscheidung im Zehnkampf und im Siebenkampf. Und mit Halbfinale 15 Meter mit Robert Farken und die 4x400 Meter Staffel der Frauen mit Deutschland. Dann gibt es um 12 Uhr das Hockeyfinale der Männer, Australien gegen Belgien. Da wird also Gold vergeben und Silber. Das sind die beiden besten Mannschaften des Turniers, also könnten sehr heißes Spiel werden. Nicht heikles, nicht, aber heißes Spiel werden. Und dann gibt es das Tischtennisfinale der Frauen um 12:30 Uhr. China gegen Japan. Und da wird also Gold an China ausgespielt. So, das ist das, was kommt. Das ist der Olympiatag. Und jetzt schauen wir auf die Nacht. In 3, 2, 1, los geht's. Gold für Florian Welbrock im Marathonschwimmen. 10 Kilometer. Das war ungefähr. Nicht wie bei den Frauen gestern, dass da der ganze Pulk ankommt und dann wird Leonie Beck mit 4 Sekunden Rückstand. Fünfte nur. Nein, Welbrock hat das Rennen gekapert und wie soll ich sagen, also er hat das sensationell durchgezogen und im Grunde genommen nie an Zweifel dran gelassen, ist da weggepest vorneweg und ja, die anderen haben ihn dann. Ja, aber er war spät heute, ne? Und die anderen haben ihn dann also nur noch von hinten irgendwo gesehen. Das war extrem souverän und wir gratulieren sehr herzlich Florian Welbrock zu dieser Goldmedaille, die er jetzt dann doch gefunden hat, nachdem es ja im Becken doof gelaufen ist, sage ich mal, in den beiden Rennen, wo er die Führung ja immer noch kurz vor Schluss dann abgeben musste. Aber jetzt war kein Zweifel daran, ein absolut verdienter Sieg für ihn. Silber gab es im Kanusprint für Max Hoff und Jakob Schopf. Die haben sich im Finish, wirklich, wirklich spannenden Finish, knapp den Australiern geschlagen geben müssen. Haben aber dann trotzdem Silber gewonnen und was trotzdem deswegen Silber gewonnen, weil die Tschechen waren dann Dritte, aber die mit Rückstand, Bronze. Trotzdem ein schöner Erfolg für die beiden und Glückwunsch zur Silbermedaille. Nichts zu holen gab es leider für Lisa Jahn, Jule Hake und Sabrina Hering-Pradler in den Einerbooten. Im Skateboarden hat Tyler Edmeier das Finale verpasst. Hier gab es, jetzt habe ich die Medaillengewinner gar nicht hier. Ja, Keegan Palmer aus Australien hat gewonnen. Medaillen gewinnen wir mal alles nachher im Tagesrückblick, würde ich sagen. In aller Ruhe dann. Dann kurzer Überblick über 10 und 7 Kampf. Da sieht es jetzt so aus. Caro Schäfer liegt weiterhin auf 7, wird aber wohl mit den Medaillen nichts mehr zu tun bekommen. Dafür ist es dann, hätte sie noch mehr rankommen müssen, bis jetzt schon. Aber
Top 10 Platz sollte auf jeden Fall drin sein. Kai Kaczmierek liegt auf Platz 13 weiterhin. Auch da denke ich mal, warum über die Medaille nicht zu reden. Da ist aber das Ziel, glaube ich, Top 10. Könnte er noch schaffen. Mal gucken. Geht ja noch weiter, der 10-Kampf und der 7-Kampf heute. Turmspringen hat sich Elena Wassen qualifiziert für das Finale. Christina, ihre Schwester, ist ausgeschieden, aber Elena sehen wir nachher wieder. Im Karate gab es das erste Mal Kata. Gefällt mir nicht so. Ich habe es mal reingeschaut, wer es mal gesehen hat. Es ist tatsächlich so, wie befürchtet. Die stehen da, brüllen und zeigen Dinge, mit denen ich nicht so viel anfangen kann. Jasmin Jüttner war dabei aus deutscher Sicht, hat sich allerdings auch hier nicht fürs Rennen um eine Medaille qualifizieren können. Die deutschen Golferinnen sind weiter zurückgefallen. Das war auch nicht so berauschend in der Nacht. Und oh, dann gibt es noch ein paar traurige Nachrichten vom Tischtennis. Die deutschen Damen verlieren den Spielplatz 3 gegen Hongkong, die damit Bronze gewinnen. Und Deutschland geht leer aus, ebenso wie die Hockeymänner. Die verlieren mit 4-5 gegen die Inder. Haben schon 3-1 geführt und am Schluss ging es dann doch flöten. Jo, damit Bronze für Indien und keine Medaille fürs deutsche Team. Schließlich habe ich noch eine Nachricht vom Ringen. Da gab es heute Nacht auch Auf und Ab für Gennady Chudinovic. Der hat nämlich im Achtelfinale gegen einen im haushoch überlegenen Gegner, das war verrückt, das war wirklich ein verrückter Ringkampf. Also wer sich für Ringen interessiert, schaut euch das Achtelfinale nochmal an. Er hat gegen einen Kasachen gekämpft, der war einen Kopf größer und deutlich breiter als er. Und Chudinovic hat klar hinten gelegen, es stand schon 0-10, dann ist normalerweise der Kampf zu Ende bei 0-10. Und während der Aktion, in der der Kasache den 10. Punkt gemacht hat, hat Chudinovic aber auch noch 2 Punkte bekommen. Damit stand es nur 10-2, aber war trotzdem egal. Ne? Und dann hat er ihn im Abgang dieser Aktion auf die Schultern drehen können. Und das führt ja im Ring zum sofortigen Sieg, wenn man einen Fall, nennt sich das ja, dann bekommt. Also wenn man den Gegner wirklich auf die Schulter dreht und dann pinnt, wie im Wrestling ja auch, im Pro-Wrestling. Und das hat er geschafft. Also mit diesem großen Rückstand vor Augen und im Nacken. Und das Ding wäre sonst zu Ende gewesen, wenig später. Aber das war schon verrückt. Damit ist er ins Viertelfinale eingezogen. Da hatte dann aber auch ein bisschen, ja, soll ich sagen, Pech gehabt. Das hat er nämlich verloren, leider, gegen den Mongolen Mungtur. Da hat er auch schon geführt, bis ganz kurz vor Schluss. Und dann hat der Mongole in den letzten Sekunden noch eine Wertung bekommen und ist ins Halbfinale eingezogen. Das heißt aber jetzt, das übliche Spiel, das kennen wir schon von Stäbler und von Kudler beispielsweise. Jetzt geht es nachher für Mungtur im Halbfinale darum, dass der ins Endspiel einzieht, Endkampf einzieht. Und da muss dann Chudinovic wieder Daumen drücken, denn wenn Mungtur gegen den US-Amerikaner Stevenson gewinnt, dann darf Chudinovic morgen nochmal antreten und versuchen, Bronze zu gewinnen. Wäre noch ein schöner Abschluss an der Stelle. Gucken wir mal, wie das ausgeht. Das war die Nacht. Apropos gucken wir mal. Ich gucke jetzt mal, was ist beim keine Ahnung, was gerade läuft, was ich mir suche, Fünfkampf oder Turmspringen gibt. Habt einen schönen Olympiatag. Und ja, nachher Olympia Kompakt ganz normal. Morgen früh muss ich, wie gesagt, mal schauen, wie ich das unterkriege. Vielleicht wird es ein nächtlicher Frühsport, dann aber ohne Olympia-Ergebnisse drin. Irgendwas in der Richtung. Lass mir einfallen. Aber auf jeden Fall wird was da sein, was ihr gucken könnt. Und ich freue mich, wenn ihr es tut. Bis dann. Tschüss.